Hallo und herzlich willkommen, du Wundervolle, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute schon wieder eine wundervolle Gast als Interviewpartnerin, und zwar die liebe Katja, die letztes Jahr die Ausbildung gemacht hat, im Herbst, also bei der Live-Online-Ausbildung dabei war. Sie ist Mama von zwei Kindern und ist mit einem Schweden verheiratet. Sie leben aber aktuell gerade in Deutschland, und die Katja ist auch eine der Expertinnen, die auch in der Deodulas Akademie ihr Wissen teilt. Und zwar geht es bei Katjas Workshop um die Kraft der Gedanken. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen sprechen, wie sie quasi zum Thema Doula gekommen ist, wie sie zur Ausbildung gekommen ist, ja, und dann, wie sie ja ihre Erfahrungen der Gedankenkraft nutzt, nicht nur irgendwie theoretisch, sondern ganz praktisch in ihrem Leben als Mutter, als Frau, nee, andersrum, als Frau, als Mutter und als Doula. Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast, liebe Katja, für unser Gespräch. Und Ja, ich freue mich, hier zu sein. ja, ich finde es immer so wertvoll, eure Geschichten zu hören, weil jede einzelne ist immer so individuell und aufregend. Also es ist ja immer so ein Weg, ja. Also hier wirklich auch zu landen oder in der Ausbildung zu landen, sage ich jetzt mal, da anzukommen. Und das ist ja kein wirkliches Landen, sondern es geht ja immer weiter. Ja, also da mal so vorbeizuschauen, vielleicht ist das eher so das Richtige. Ja, magst du ein bisschen erzählen, wie es bei dir war? Wie bist du auf das Thema Schwangere gekommen, Geburten und das eben auch begleiten zu wollen? Ja, gerne. Also ich war die ersten bestimmt 25 Jahre meines Lebens, habe ich dieses Leben gelebt. Das macht man so. Also diesen ganz klassischen Weg bin ich gegangen, ohne das auch irgendwie zu hinterfragen. Und irgendwann fing dann so eine Zeit an, wo ich mich wiedergefunden habe, dass ich, egal was ich gemacht habe, ich war nicht glücklich, nicht erfüllt und war immer so auf der Suche, was ist denn das, was ich machen möchte? Und ich wusste, es ist noch so viel mehr da draußen, als jetzt in irgendeinem Büro zu sitzen, 9 to 5. Und habe dann aber auch ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, ob es jetzt irgendein Online-Business war, von Network-Marketing über Produkte online verkauft und ich weiß nicht was. Und habe halt immer mehr über mich selber gelernt. Und Freiheit und Flexibilität sind ganz oben bei mir. Also Freiheit Bei ist mein mir höchster Wert. Deswegen war für mich schon auch klar, dass ich irgendwie was Flexibles machen will. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ich habe mich, dachte ich, voll gut auf diese Geburt vorbereitet. Habe ich auch für meinen Stand damals, habe ich alles gemacht, was ich machen konnte. Und dann kam die Geburt und die verlief halt überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und danach bin ich halt in Selbstzweifeln versunken, ich habe an mir gezweifelt, ich habe mich hinterfragt, ich dachte, ich habe doch schon so viel gemacht, warum habe ich es einfach nicht auf die Reihe bekommen? Und da habe ich halt gemerkt, dass da noch so viel mehr als das, was ich gemacht habe, das, was so nach außen hin so der richtige Weg ist, in Anführungsstrichen, dass da noch so viel mehr möglich ist. In der Vorbereitung auf die Geburt und in der Schwangerschaft. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, krass, also ich bin jetzt hier gerade wieder an einem ganz tiefen Punkt angekommen, wo ich dachte, da war ich doch schon längst irgendwie mal weg. Und gleichzeitig habe ich schon damals gespürt, und das ist jetzt fast 3 Jahre her, dass da für mich ein Riesengeschenk drin liegt. Und zwar, wie ich das für mich quasi aufarbeiten darf oder heilen darf und dann andere Frauen dabei unterstützen kann, dass sie das nicht so erleben, wie ich es erlebt habe. Und ein ganz großer Punkt dabei war, dass ich hatte meine Vorstellung im Kopf, habe mich daran festgenagelt und konnte mich überhaupt nicht hingeben, weil ich die ganze Zeit halt dieses, okay, das muss jetzt so und so laufen und ich war überhaupt nicht irgendwie offen und flexibel für das, so wie es gekommen ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann habe ich immer wieder so gedacht, ja, wenn du jetzt noch mal neu anfangen würdest, würde ich Hebamme werden. Aber ja, dann dachte ich, hey, das dauert dann wieder 3 Jahre Ausbildung oder weiß ich, wie lange die Ausbildung tatsächlich ist. Und Ein Studium mittlerweile. genau, inzwischen ist es sogar ein Studium. Dann dachte ich, nee, da habe ich irgendwie auch keine Lust drauf.
weil ich tendiere auch zu den Menschen, die immer glauben, ich müsste noch was lernen, um endlich anfangen zu können. Und habe dann mit mentaler Geburtsvorbereitung so angefangen und bin dann irgendwann mal auf eine Doula gestoßen. Und zwar in dem Sinne, dass ich habe nach einem Geburtspool gesucht für unsere zweite Geburt, weil ich wollte meine Tochter zu Hause bekommen. Und dann habe ich gesehen, dass eine Doula in Aachen hier die Pools vermietet. Und dann bin ich erstmal so, okay, was ist denn eine Doula? Ich wusste das vorher gar nicht so. Ja. Wirklich, hatte ich vielleicht schon mal irgendwie gehört, aber konnte ich gar nichts mit anfangen. Dann dachte ich so, ja, nee, okay. Habe mal recherchiert, was das ist. Dann gab es Ausbildung, ja. Dachte ich, nee, okay, kriegst jetzt erstmal dein Kind und dann kannst du gucken, was du dann machst. Und irgendwie ist es dann aber hängen geblieben. Und dann habe ich es nochmal gegoogelt. Wollte mich zu dieser anderen Ausbildung anmelden. Die hatte aber erst im September diesen Jahres angefangen. Das heißt, ich hätte da irgendwie super lang drauf warten müssen und ich wollte loslegen. Und dann habe ich dich gefunden. Mhm. Und dann habe ich dich angeschrieben. Wir haben einmal gesprochen und da wusste ich, ja, das will ich machen. Ja, super. Einfach ergänzend, nochmal ganz tief in dieses Thema Geburt und Schwangerschaft reinzugehen und ja. Ja, ich erlebe das immer wieder, ne, was du beschrieben hast, dass die Frauen dann so dieses Bild haben, dieses so darf meine Geburt sein, so muss die Geburt werden. Und alles, was davon abweicht, ja, da habe ich einfach verkackt, um es mal so, um es mal ganz genau. Platt auszudrücken, ja. Und das finde ich, das ist so, also wenn ich das höre, ja, oder wenn ich Frauen begleite, die sagen, dass sie mit Hypnobirthing sich vorbereiten und so, dann weiß ich immer schon so, okay, ich finde das eine super Technik, ja, wirklich diese Hypnose und die Gedankenarbeit mit einzubeziehen, gar keine Frage. Aber wenn das dann so dogmatisch wird und wenn das dann so verbissen wird, ja, das sind wirklich, also die Geburten, wo die Frauen so ganz feste Erwartungen hatten, das sind die, die am katastrophalsten gelaufen sind, ja, weil die so verbissen, da ist so ein Ich will, ja, vielleicht erkennst du das irgendwie wieder, ja, und dann sagt der ganze Körper, ist ja schön, Schätzchen, was du willst, ja, aber ich brauche gerade was anderes oder das Baby braucht gerade was anderes, die Seele braucht gerade was anderes, eigentlich braucht ihr alle gerade was anderes, ja, und das ist einfach meistens nicht das, was wir wollen, ja, weil es irgendwie so toll ist, weil daran wachsen wir nicht, ja, und das ist so schön, dass du sagst, du hast das Geschenk darin erkannt und kannst Frauen darin begleiten, eben, ja, aus deiner Erfahrung zu lernen. Und es wird ihr ganz eigener Weg sein, sowieso, ja, also es ist auch mal die Frage, wie sehr kann die Frau das auch hören und annehmen? Das ist ja dann das Nächste. Genau, und das ist auch so ein Grund, warum ich, also ich finde mich da sehr wieder in dem, was du gerade gesagt hast, und so verlief meine erste Geburt auch, und da habe ich halt gemerkt, es geht viel, viel mehr darum, dass jede Frau vollkommen sie selbst ist, losgelöst von irgendwelchen Erwartungen, von irgendwelchen gesellschaftlichen Dingen, aber auch vom Umfeld. Und dieses sich selbst sein, das ist so, das hört sich so einfach an, aber ist es nicht. Weil ich meine, was haben wir in der Vergangenheit alles gehört? Was haben wir gelernt über uns selber? Und haben wir das als Wahrheit angenommen? Es fängt ja schon allein da an, was denken wir denn oder was glaubst du denn wirklich über Schwangerschaft? Mhm. Was glaubst du, wie so eine Schwangerschaft so verlaufen hat oder was du machen musst oder wie sieht Geburt für dich aus? Und da kann man ganz schön tief allein schon mit so Fragen reingehen und da einfach mal zu gucken, ohne jetzt in der Vergangenheit zu wühlen, da bin ich überhaupt kein Freund von, sondern einfach, wie können wir das wahre Ich, was in jedem von uns steckt, wie können wir das rausholen? Und dann vielleicht, was blockiert uns an der einen oder anderen Stelle? Aber es ist egal, wo das herkommt. Also wir müssen nicht unbedingt da reingehen, wo das jetzt herkommt, wo wir das irgendwann mal als unsere Wahrheit abgekauft haben, sondern vielmehr, okay, war in der Vergangenheit, ich habe das jetzt gerade erkannt, aber was will ich denn ab heute denken? Wie will ich es denn ab heute? Was will ich denn glauben? Und wie gesagt, das kann tricky sein, weil das ist ja, ne, dann hast du einen Gedanken, aber da hängt ja so ein ganzes Konstrukt an. Ne? Das ist ja nicht der eine Gedanke und dann ist der eine Gedanke weg und dann ist alles gut, sondern es ist so ein Gedankenkonstrukt. Und wenn ich nur oben am Haus die Dachziegeln abmache, dann steht trotzdem das Fundament unten noch. Und deswegen müssen wir unten am Fundament klopfen. Und das ist halt dieses sich selber sein, diese
Weil wir haben das alles in uns und das habe ich irgendwann einmal verstanden. Ich meine, wie oft haben das nicht alle gehört? Du hast alles, was du brauchst, bereits in Ach dir. ja, alles ist in dir. Nee, Ja. ist klar. Ja, schön, sag mir wo. Ja, genau. Ich auch. Also, da habe ich auch schon wieder. Ich habe mich dann irgendwann in so einer Selbstoptimierungsspirale wiedergefunden, weil ich halt irgendwie noch nicht die Ergebnisse hatte, die ich vorher die Erwartung hatte, dass ich die haben werde. Aber mal zu sehen, was denn eigentlich sich alles verändert hat, was ich für ein richtig geiles Leben leben darf jetzt hier. Und ja, also sein Denken kann man verändern und die Geschichte, die wir uns selber erzählen, können wir neu schreiben und nicht nur in anderen Leuten immer das Tolle alles sehen, was die alles toll können, sondern einfach mal bei uns selber anfangen. Ja. Toll wir eigentlich sind. Ja, absolut, absolut, ne? Und wer, also das ist ja auch was, was uns keiner so wirklich beibringt, ja? Also ich sage meinen Kindern manchmal so, ja, ne, klopft ihr einfach, also ich klopfe denen auch mal auf die Schulter, aber wenn ich jetzt nicht da bin, ja, dass sie sich einfach selbst mal auf die Schulter klopfen irgendwie, ja, und sich sagen so, und sich mal feiern. Das ist halt so was, was einfach leider fehlt, ne? Also es ist ja eher immer so dieser Daumen Genau. runter, ja, und lieber eher nicht zu aufblühen und so weiter. Weil ich glaube, das ist einfach in diesem, ja, in diesem System, sage ich jetzt mal, nicht wirklich gewollt ist, dass Menschen, die ihren eigenen Weg finden und gehen, ja, dementsprechend ist es eben so ausgerichtet, dass die wenigsten auf die Idee kommen oder den Mut haben oder sagen, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Stell dir mal Und vor, du lobst dich selber oder redest gut über dich selber, dann bist du direkt eingebildet oder Eigenlob stinkt oder ich weiß nicht, ja, was da alles was für für. ein furchtbar, oder? Das lassen wir jetzt mal alles hinter uns und machen Ja, es und es neu. macht auch so einen Spaß, ne? Es macht so einen Ja. Spaß. Ich habe auch in den letzten Jahren, ich mache ja hier so ein, bin im Money Bootcamp von Denise Duffield Thomas, ne? Und die hat, also habe ich vor 1,5 Jahren angefangen und die hat dann auch irgendwie so eine Idee gehabt, dass man quasi so ein Foto von sich nimmt, ne? Und dann, die ist aus Australien und dann steht dann eben, kannst du draufschreiben, so, this is what a rich doula looks like oder so, ne? Oder what successful oder was auch immer, ne? Und ich so, also ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, Also, sicher. ich habe mir da, ich hab mir ein Post-it gemacht mit dem Spruch und dann war an den Spiegel. Das heißt, ich konnte mich dann sehen und dann konnte ich mich quasi so ein bisschen, aber ich hätte es, also es hat, ist mir echt schwer gefallen zu sagen, okay, ich nehme jetzt das als Hintergrund und ich nehme jetzt ein Bild von mir. Aber das ist aber vor 1,5 Jahren gewesen, ne? Jetzt habe ich ein Bild mal von mir als Hintergrund gehabt, weil ich programmiere mich ja auch immer wieder mal selber, ne, mit irgendwelchen Dingen. Und meine Tochter, die so, ey, sag mal, Mama, also, was ist das denn hier? Also, ein Foto von dir selbst als Hintergrund. Sag mal, geht's noch? Ich so, ja, Ja. brauche ich gerade. Um mich daran zu erinnern, wie toll ich bin. Ja, also Ja. auch ich, sage ich jetzt mal so, habe immer mal wieder Momente, wo ich denke, was tue ich hier eigentlich? Ja, also Natürlich, und ich ich glaube, die haben gehöre wir doch dazu, alle. oder? Ja, haben wir Ja, alle. klar. Haben wir alle. Und da du sagst es schon, das Umfeld, das spielt einfach so eine enorm große Rolle in unserem Leben. Und wenn wir anfangen, uns aber davon ein bisschen abgrenzen zu können, dann können wir endlich das auf die Straße bringen, was in uns steckt. Ja, und ein Vorbild sein, Und ja, ein ein Vorbild sein, Vorbild das sein, sowieso. vor allem für unsere Kinder und für unsere Töchter vor allem, ja. Ich glaube, die Jungs, die haben da nicht so ein Problem mit sich zu zeigen. Die haben genug Testosteron im Blut, ja. So, die können davon nicht genug bekommen, also die meisten zumindest. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber so, ja, so, also wir Frauen oder die Mädchen einfach auch, ne, das ist so, so wichtig, dass wir da. Ja, dass wir es einfach tun und dass wir vor allem, weißt du, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir schon auch unser Leben irgendwie, wie gesagt, wir können das manifestieren. Ja, meine Tochter hat mich vor, die ist 15, ne, für also ich habe eine 15-jährige Tochter und die hat irgendein Buch gelesen oder irgendwas hat sie, keine Ahnung, wo im Internet wahrscheinlich gesehen und sagte, Mama, was ist eigentlich manifestieren? Ich so, oh, das ist ja mal eine coole Frage, ne? Ich so, manifestieren ist, wenn du irgendwie einen Gedanken hast oder irgendeinen Wunsch hast. Und du denkst so, boah, das und das wäre irgendwie jetzt cool. Und dann ist es auf einmal da. In dieser Welt. Du kannst es anfassen. Und gestern habe ich sie zu so einem Kurs von der Schule gefahren, wo die so lernen, Methodiktraining, so heißt das. Und dann sagt die zu mir, Mama, ich weiß nicht, ob ich dann doch so zur Thai-Massage gehen soll, weil die sind bestimmt ein bisschen hart, also die sind bestimmt ein bisschen grob und so, das tut mir immer so weh. Zack, bumm.
Sag ich, ach, guck mal, da ist doch hier Thai-Massage. Fahren wir gerade an der Thai-Massage vorbei. Und ich so, das ist Manifestation, Lucy. Ja. Das ging jetzt ziemlich schnell, mein Schatz, oder? Du hast gerade davon gesprochen und da hättest du jetzt reingehen können, um das zu erleben. Die so, ah, okay, das fand ich so cool, weil das war direkt irgendwie, weißt du, so ein Moment und eine Situation, wo ich das direkt aufgreifen konnte. Ja, cool. Und ja, und sie hat es direkt erlebt und das fand ich super. Ja, und so ist das aber mit allen Gedanken, die wir haben. Nicht nur mit den Dingen, die wir wollen, sondern auch mit den Dingen, die wir nicht wollen. Und da dürfen wir uns einfach mal bewusst werden, was denken wir denn den ganzen Tag? Oder bin ich auf Autopilot unterwegs? Wie gehe ich durch meinen Tag? Und einfach dann ganz neues Bewusstsein für sich selber zu schaffen. Ja. Weil, wie du sagst, unsere Gedanken kreieren unsere Realität. Ja. Boah, das ist so heftig. Also ich trainiere das auch immer wieder. Und vor allem, sobald es irgendwie in so eine Negativschleife geht, ne, und dann weiß ich das, dann kriege ich das mit und das ärgert mich dann so. Hast du da nicht einen Tipp? Ich bin bestimmt nicht die Einzige, der das passiert. Was würdest du denn so einer Frau wie mir raten, die dann echt merkt, so, boah, nee, ey, jetzt schon wieder der Scheiß hier? Ja, also ich habe mich auch durchaus öfter in solchen Situationen gefunden, einfach da, dass ich dann da hinkomme und denke, du weißt es doch eigentlich besser. Ne? Also, du weißt doch, wie es läuft und jetzt steckst du hier schon wieder in der Scheiße so ungefähr. Mhm. Und genau, dann steigerst du dich da rein und ja, in dem Moment, wie du sagst, du hast es erkannt und du lässt es dann einfach mal. Okay. Vielleicht in dem Moment einfach was tun, was dir gut tut. Musik aufdrehen oder sowas. Nach draußen an die frische Luft gehen. Oder was habe ich denn gerne gemacht? Ich tanze dann auch gerne. Ich genau, oder tanzen. Genau. Die Bewegung, ne? Ich habe dann auch so das Gefühl, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ein cooles Lied anmachen, ne? Also einfach die Gedanken, also einfach ist es ja nicht immer, aber die Gedanken da einfach so mal wegzukriegen und in die Bewegung zu kommen. Ja, und vieles erübrigt sich dann auch wieder von selber, ne? Und dieses zu erkennen, okay, das war jetzt da, okay, jetzt rege ich mich halt nochmal drüber auf, ist auch okay. und beim nächsten Mal wird es schon wieder anders sein. Und mit jedem Mal, mit dem wir uns bewusst sind, auch du warst dir ja in dem Moment bewusst, dass du dich auch wieder darüber aufgeregt hast in dem Sinne. Und das ist dir dann schon wieder bewusst geworden und dann kannst du schon wieder ein Stück irgendwie hinter dir lassen. Ja, stimmt. Und das ist das mit diesem Bewusstsein, dass du dir jetzt zu jeder Zeit deinen Gedanken bewusst bist. Und unsere Gefühle sind ganz gute Kompasse. Also ne, wenn wir was fühlen, was steckt hinter dem Gefühl? Da steckt ja irgendein Gedanke. Und ja, es ist mega spannend. Das ist auch ein täglicher Begleiter von mir. Manchmal habe ich da keinen Bock drauf, da denke ich mir so. Aber das ist für mich mein Weg zu mir selber. Und ich habe mehrere Momente, wo ich so diese richtige Fülle und den Frieden in mir gespürt habe. Das, was ich mir so lange gewünscht habe, wirklich. Dass egal ist, was im Außen ist, ist wirklich gerade egal. Ich habe den Frieden in mir und wenn du das einmal gespürt hast, dann hörst du nie auf. Ja, das glaube ich. Das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, ja, was du da bekommen hast. Und also wie du gerade gesagt hast, ich glaube, dass wenn man es dann einmal gespürt hat, dann und du weißt, wie du wieder dahin kommst. Das ist ja nicht so, ne, dass es einfach zufällig eben war, sondern du hast ja tatsächlich auch was investiert, getan, beobachtet, dich hingesetzt, dich diszipliniert, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, ja. Und das dann als Geschenk zu bekommen, also ja, was für eine schöne Bestätigung einfach, ja, dass es dein Weg ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das funktioniert für mich mega gut. Ist für mich auch, wie du sagst, also einfach bewusst durch den Tag zu gehen und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also das funktioniert für dich. Ja, du sagst, es funktioniert halt für dich, ne? Und eben, weil wir sind halt auch Mütter in der Regel. Und wir organisieren, wir machen, wir tun, wir sind ja auch viel im Dienste, ja, der Familie. Und wie oft verlieren wir uns da? Also ich verliere mich da ganz schnell, wenn irgendwie alle sehr präsent sind mit ihren Bedürfnissen, und da immer wieder auch meine Grenze zu setzen, beziehungsweise mir einfach auch diese meine Räume zu nehmen,
Ja, und das eben auch vorzuleben, finde ich total absolut mega wichtig. Ne? Und So, so ich wichtig, glaube, ja. ja, und das ist eben wirklich auch ein mega Geschenk für diese ganzen, ja, jungen Kinder, die einfach mit so tollen Müttern groß werden. Ja, ich meine, du bist ja noch mal jünger als ich und ich sehe das bei den Frauen, die Ausbildung auch machen, ja, die irgendwie jünger sind. Das ist der Hammer, was die alles schon mitbringen. Das ist der Oberhammer, ja. Und das ist so toll, diese Evolution wirklich auch so dieses spirituelle Erwachen auch der Kinder und der Familien so mitzukriegen. Also ich finde es ja der auf Hammer. Jeden Fall. Ja, ja und gerade als Mutter, wie viel mehr dürfen wir Mütter uns einfach dafür anerkennen, was wir jeden Tag tun für unsere Kinder, dann vielleicht noch den Haushalt oder was auch immer wir noch alles machen, Business nebenbei. Und das geht einfach so oft unter. Das ist so, als ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich das so, ja, das ist ja meine Aufgabe, ne? Also das ist ja meine Aufgabe als Mutter, ich muss das ja so machen. Nein, ich muss das nicht machen. Und wie viel mehr Anerkennung können wir uns selber einfach da mal ja. schenken, was für einen mega geilen Job wir jeden Tag machen. Ja, und das Wahnsinn. Ist nicht, ja, das ist nicht so, was man so nebenbei einfach macht. Und ja, also ich glaube, das ist aber speziell auch so ein Thema, was wir Frauen gerne irgendwie haben. Ja, perfekt in allem, ne? Ja, unbedingt. Also unbedingt. Also darunter läuft nicht viel. Unter Perfektionismus. Ja, und das ist natürlich schwierig. Ja, aber wenn du dir überlegst, okay, wir haben irgendwie 100% Energie, wenn wir von 150% ausgehen, aber oft liegen wir einfach weit drüber. Dem, was wir halt alles so machen oder wollen, ja, auch da wieder wollen. Und das ist auch so ein Punkt mit dem Wollen. Ich meine, wie oft sagen wir müssen was tun? Da darfst du dir auch im Moment einfach mal bewusst machen, du wählst das gerade zu tun, du musst das überhaupt nicht. Mhm. Ne? Ja. Also, und es gibt Gründe, warum du da denkst, dass du das musst. Natürlich, da stecken Dinge hinter, das ist klar, aber wir müssen gar nichts. Nee. Und wir können uns auch immer fragen, oder ich frage die Frauen manchmal, wer spricht da gerade in dir? Wer sagt dir, dass du das musst? Ja, das sind ja ganz oft irgendwelche Stimmen. Die Gesellschaft sitzt hier und sagt, was eine gute Mutter bedeutet. Ja. Oh. Oder was du leisten musst. Und, Das ist schon echt, finde ich, heavy, sich da zu befreien auch und es neu zu kreieren. Aber es gibt, wie gesagt, so, so viele, die das Gott sei Dank auch machen. Und von daher, und Veränderung, ja, beginnt erstmal beim Gedanken, ja, also bevor das Wort, ja, also ja, über unsere Lippen kommt, ist ja erstmal der Gedanke da. Und wenn wir den bewusst eben denken oder wenn er einfach mal irgendwie mal ausrutscht, weil er irgendwie, weiß ich nicht, in welche Richtung gerade denkt, und wenn wir da die Kapazität haben, den wieder quasi in die Bahn zu bringen, so wie wir es quasi uns wünschen, was nicht bedeutet, dass wir nicht für das und für Größeres zur Verfügung stehen. Ne? Also ich erweitere das immer total gerne, weil ich natürlich auch aus meinen Erfahrungen ja nur einen gewissen Erfahrungsschatz habe. Ja? Mhm. Aber vielleicht hat der liebe Gott oder das Universum ja noch viel, viel, viel größere Dinge vor, ja, als das, ich was ich denke. Ja. Ja, also da bin ich immer auch ganz im Vertrauen, ja, wirklich zu sagen so, hey, das wäre total toll, aber wenn es noch irgendwas Besseres oder Größeres gibt, was mir jetzt nicht nur mir, sondern eben durch mich dienen kann, ja, dann her damit. Genau. Ja, stehe ich hier zur Verfügung, einfach auch da im Dienste, ja, im Dienste das durchfließen zu lassen, also finde ich total, total wertvoll. Und manchmal sind es Dinge, auch bei mir, wo ich denke so, oh nee, ne, ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, und dann mache ich es aber meistens trotzdem und wundere mich danach, was passiert. Ja, also das ist ja, das bedeutet ja auch eine gewisse Öffnung. Also du darfst dich ja öffnen einfach. Du kannst ja überhaupt, wie du sagst, das, was wir denken, das basiert ja alles auf irgendwelchen Erfahrungen oder Dingen aus der Vergangenheit, was wir irgendwie mal mitbekommen oder erlebt haben. Wir können ja überhaupt nicht greifen, was vielleicht sonst noch so für uns möglich ist.
Und da irgendwie offen zu bleiben und das dann auch empfangen zu können und anzunehmen. Annehmen ist auch ein wunderbares Ding, was Frauen lernen dürfen. Und es fängt ganz, ganz simpel an bei Hilfe annehmen. Also ich kenne so viele Frauen, mich eingeschlossen bis vor ein paar Monaten wahrscheinlich noch. Ich mit dem Kinderwagen unterwegs, versuche die Tür aufzumachen, da bietet mir irgendjemand die Hilfe an und ich sage im ersten Moment, nee, danke, ich schaffe das schon. Aber eigentlich hätte ich die Hilfe ziemlich gut gebrauchen können. Und das ist so beim Thema Annehmen, das fängt bei so kleinen Sachen an. Und wie sollen wir denn Größeres empfangen und annehmen, wenn wir noch nicht mal an diesen kleinen Sachen irgendwie annehmen? Also wir mit den kleinen Sachen nicht mehr annehmen können. Ja. Und, da können wir es trainieren, ne? Genau. Ich habe meinen Frauen immer im Yogakurs gesagt, ne, als ich die Schwangeren noch unterrichtet habe. Weil ich war ja mit meinem Sohn in Barcelona schwanger und da werden halt Schwangere auf Händen getragen, ne? Und ich natürlich hier die selbstbewusste deutsche Mutti und so weiter. Ich bin ja nicht krank, ne? Also ihr müsst mir jetzt nicht meinen Obstkorb hochheben und so weiter. Das kriege ich schon alleine hin, ne? So, und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass die das aber so aus so einer Liebe und so einer Überzeugung und dass denen das so eine Freude gemacht hat, dass ich dachte, wie blöd bin ich eigentlich, ja, das nicht anzunehmen und schlag denen noch vor den Kopf, ja, dass sich vielleicht dieser Mann da oder Frau gefühlt hat, die einfach gedacht haben, jo, ich habe mitgedacht, ich halte ja mal die Tür auf, jetzt will die das gar nicht, ja, also ist so, ne, so. Und das fand ich so irre, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mir einen Spaß draus zu machen und ich habe das meinen Frauen auch immer mitgegeben, ich habe gesagt, wenn du schwanger bist, ja, und oder wenn du deinen Kinderwagen nachher durch die Gegend rollst und du wohnst in der Stadt und du fährst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, lade ich dich ein, dir den schönsten Mann im Waggon auszusuchen, den erstmal anzustarren und wenn er es da nicht gecheckt hat, dann kannst du ihn nett ansprechen und dann soll er gefälligst aufstehen und du setzt dich dahin, erster Schritt, ja, als Training. Und zweitens, wenn du dann deinen Kinderwagen hast und irgendwie in die Bahn nicht reinkommst, weil das habe ich oft genug erlebt, ja, Albtraum, nass geschwitzt, du bist völlig fertig mit der Welt, auch da guckst du dich bitte um, suchst den stärksten, muskulösten, schönen Mann dir aus und bittest den ganz freundlich, dir den Kinderwagen hochzutragen, ja? Wenn ich jetzt wandern, ja, und die haben sich immer komplett kaputt gelacht. Aber ja, genau das wirklich in so Kleinigkeiten, also an alltäglichen Dingen zu üben, das ist eine totale Herausforderung für ganz viele. Ja, und wirklich, wenn man mit ein bisschen Humor reinbringt, finde ich, fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter. Und der soll immer dabei sein, der Humor. Manchmal nehmen wir das Leben einfach viel zu ernst. Ja, das stimmt, absolut. Ja, ja. Ja, so ist es, ne? Wirklich mit den kleinen Dingen anfangen. Magst du vielleicht noch so ein kleines praktisches Beispiel den Zuhörerinnen noch mitgeben, wenn sie jetzt irgendwie sagen, so ja, okay, also wie kann ich das denn jetzt machen, die Kraft meiner Gedanken zu nutzen, weil das ist ja auch der Titel deines Workshops. Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen, ich denke mal, das wird wahrscheinlich Hand in Hand gehen, da kannst du vielleicht noch einen Tipp irgendwie mit auf den Weg geben, das wäre toll. Ja, also das war auch für mich ein Punkt, der hat bei mir ziemlich viel verändert, ist bewusst einfach erstmal durch den Tag zu gehen. Von wenn ich morgens aufgestanden bin, was denke ich denn jetzt gerade erstmal? Denke ich darüber nach, dass ich jetzt gerade ins Bad gehe oder gehe ich auf Autopilot einfach, weil ich das jeden Morgen so mache? Und da kann man ganz gut ansetzen, einfach sich immer wieder daran zu erinnern, okay, was mache ich denn hier gerade? Sind das Dinge, die mache ich, weil ich die jeden Tag mache? Und ist das was ich machen möchte? Oder kann ich vielleicht auch das ein oder andere mal verändern? Und dieses bewusst durch den Tag gehen und bewusst zu schauen, ja, was denke ich denn gerade? Und wir hatten das ja eben schon, es geht jetzt gar nicht im ersten Step überhaupt mal darum, die Gedanken direkt zu drehen, sondern ihnen erstmal auf den Leim zu fühlen, was ist denn das hier gerade? Und das ist vor allem in so Situationen, wenn es stressig wird, wenn ich irgendwie genervt bin. Und dann kann es ziemlich gut sein, mal ein bisschen hinzugucken, ja, was genau stresst mich denn jetzt hier gerade? Und oftmals, wenn wir uns selber diese Fragen stellen, ja, was stresst mich denn jetzt hier gerade? Ja, nee, okay, ich muss mein Kind in die Kita bringen und
mich noch fertig machen. Okay, und was ist, wenn das Kind einfach heute ein bisschen zu spät in die Kita kommt oder was auch immer, und einfach so das mal durchspielen. Und am Ende merkst du, dass es vielleicht alles gar nicht so schlimm ist. Und dass wir im ersten Moment dann aber, das ist irgendein Gedanke, der da auch völlig unbewusst dann irgendwie kommt, der uns in Stress versetzt, der aber so einen Einfluss auf unseren Tag nehmen kann, wenn wir schon so in den Tag starten, zieht sich das dann da durch. Und da einen Stopp einfach zu setzen und mal zu hinterfragen, ja, was ist denn das hier jetzt gerade eigentlich? Und ist das wirklich so schlimm? Und das war für mich so ein der ersten wirklichen Dinge, die was bei mir verändert hat. Und wie hast du das dann gemacht? Hast du dich dann quasi, wenn du gemerkt hast, so, ja, Stresslevel steigt irgendwie immer mehr, ne? Hast du dann einfach irgendwie, hast du irgendwie einen Anker oder hast du irgendwie dann einfach dich hingestellt, dich verwurzelt, tief durchgeatmet oder dich gekniffen oder keine Ahnung, irgendwas, weißt du? Ja, also ich habe mir innerlich immer nur, also nicht immer, aber ich habe mir oft gesagt, so stopp, okay, du hast jetzt hier gerade irgendwie Stress, irgendwie, okay, was ist denn das? Und ich kann es auch nicht immer dann in dem gleichen Moment machen, ne? Also manchmal hilft es dann auch, irgendwie ein bisschen Abstand zu bekommen, wie ich eben meinte, mal was ganz anderes dann zu machen und dann kann man später vielleicht nochmal hingucken. Aber dieses zu unterbrechen, dass man da nicht drin hängen bleibt. Also innerlich einfach Stopp sagen, aber wenn es einen anderen Anker gibt, was für dich funktioniert, nutzt den gerne. Denise nennt das immer Pattern Interrupter, ja? Also so dein Muster quasi zu unterbrechen mit irgendwas anderem, ne? Dass man quasi irgendwie, ne, sich die Energie irgendwo anders hinlenkt. Ja, und wenn es ein Schnipsen ist, genau, wie du gerade gemacht hast, ne? Also irgendwas. Okay. Ja. Und was wirst du in dem Workshop mit den Frauen teilen? Wie hast du dir das überlegt? Also es wird, ich habe den noch nicht ganz ausgearbeitet, aber ich werde so ein bisschen, also ein paar Aufgaben, wobei ich da immer, also ich würde, sag ich mal, ein paar verschiedene Sachen geben, wo jeder für sich mal gucken kann, was für ihn passend ist, weil ich finde immer so eins für jeden passt nicht. Und einfach so ein paar Tipps, wie ich eben meinte, wir erzählen uns ja jeden Tag oder irgendeine Geschichte über uns selbst und wie wir einfach dahinter kommen können, was erzählen wir uns denn hier und wie wir uns darauf ausrichten können, was wir denn eigentlich wollen und in diese Energie immer reinkommen, dass wir da in diese Richtung halt jetzt ab heute dann denken und was es dann dafür braucht. Mit einer Ausrichtung. Ich habe eine Ausrichtung, was ich super gerne mache. Ich mache das nicht jeden Morgen, aber ich mache das super gerne, einfach um in dieses Gefühl reinzukommen, ja, es ist so viel mehr möglich. Und eine Sache wollte ich noch mit reinnehmen, weil das auch so ein großes Thema ist, ist die Angst. Und das Thema Angst, ich meine, das ist ja so erschlagend, ne? Es fängt ja schon an bei der Angst zu versagen, der Angst nicht gut genug zu sein. Und so oft steckt einfach was anderes hinter der Angst und das ist dann die ultimative Angst vor dem Tod. Und wenn man sich das dann einfach mal bewusst macht, ich meine, das Leben ist dual, es gibt Leben und es gibt Tod und da einfach mal die Ladung von runterzunehmen. Und da gibt es, glaube ich, auch noch einiges, wo wir noch ein bisschen tiefer reingehen können in das Thema Angst. Und was steckt denn eigentlich dahinter? Angst vor der eigenen Größe ist auch so ein Ding. Ich meine. Ja, Riesenthema, ja. Oder Angst, wie du vorhin gesagt hast, zu versagen. Angst als Doula. Zu versagen, dass die Frau nicht die Geburt hat, die sie haben möchte, obwohl du dabei warst. Ja, solche Themen, ja. Riesenthema. Also ich glaube, da wird euch nicht langweilig. Nee, ich hoffe auch, dass ich das in anderthalb Stunden irgendwie so kompakt gepackt bekomme. Ja, ja. Aber das ist ja dann auch irgendwie erstmal nur so ein Einstieg, ich meine. Richtig, genau. Sich also da einfach auch ein paar Werkzeuge und Tools an die Hand zu bekommen, beziehungsweise eben auch von dir nochmal so zu hören, ja, wie du das einfach in deinen Alltag umsetzt. Und also wie gesagt, mir hilft das total, wenn ich dann irgendwie meine kleinen Rituale habe oder irgendwie so Kleinigkeiten, die ich dann eben in meinen Alltag einbaue oder an meinen Spiegel klebe oder sowas. Ne? Einfach sowas, was man dann schnell umsetzen kann und ausprobiert, ne? Dass man wirklich ins Tun kommt, dass es nicht bei der Theorie bleibt, sondern dass es eben auch direkt in die Praxis irgendwie transportiert wird, finde ich immer ganz wichtig. Da bin ich auch auf jeden Fall für, vor allem so als Alltag, als Mama, da ist manchmal viel zu tun, aber dass es diese kleinen Sachen gibt, die du gerade meinst, richtig. Dass du dich da erinnern kannst. Ja,
Super. Ja, das wird total schön. Ich freue mich schon riesig drauf, weil auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich lerne so, so gerne dazu. Vor allem, was solche Techniken betrifft, ne? Auch so durch die Meditation, aber eben durch so Achtsamkeiten. Ich finde das total spannend. Von daher freue ich mich sehr auf deinen Workshop. Ja, ich freue würde mich auch. Gerne, wenn jemand darüber hinaus irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo kann man dich denn am besten kontaktieren, Katja? Also ich bin vor allem bei Instagram und ich habe aber auch eine Webseite, die hatte ich irgendwann mal erstellt. Und wie heißt du auf Insta? Also wir verlinken das auch, aber das, die ja. Menschen das einfach jetzt kurz Katja_Borg. Okay. Und deine meine Webseite? Webseite ist katjaborg.com. Super, okay, das kann man sich gut merken, wunderbar. Katja Borg auf Insta und auch im Internet, wunderbar. Gut, ja. Ich danke dir. Am Schluss frage ich jede Interviewpartnerin, ob sie noch irgendeinen intuitiven Wunsch oder eine Empfehlung oder einen Impuls einfach an die Zuhörerin geben möchte. Das sind ja in der Regel Frauen, ja, die entweder schon Doulas sind oder werden möchten. Hast du da irgendwie noch einen intuitiven, spontanen Impuls? Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Und ich weiß, wenn ich meinem Impuls nicht folge, den ich habe, und dann noch darüber schlafen will oder so, dann kommt mein Kopf rein, das Ego, und erzählt mir, warum es dann doch nicht geht. Und ich glaube, wir Frauen, wir sind so intuitive Wesen. Das heißt, wenn du irgendwie spürst, dass du diese Doula-Ausbildung machen willst, mach es jetzt. Weil wer weiß denn, was morgen ist? Alles, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Und da sollten wir auch handeln und nicht immer alles aufschieben. Es gibt immer tausend Gründe, die Dinge nicht zu machen. Dann ist es der Mann, dann sind es die Kinder, dann ist es das Geld. Das sind doch alles im Endeffekt nur Ausreden. Und wenn du einen Impuls hast, go for it, jetzt. Ja, super. Mein Spruch ist auch gerade so, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Ne? Ist irgendwie so, weil, weil wer weiß, wie du gesagt hast, was morgen ist, ja? Wer weiß, ja. Ich meine, wir haben ziemlich crazy Zeiten erlebt, ja? Da hat kein Mensch mit gerechnet, ja? Wer weiß, was morgen ist? Also ich glaube, genau. Dass wir da wirklich auch noch mehr gelernt haben, ja? Wirklich den Moment noch mehr zu würdigen, ja? Ja, ja. Ich kann noch eine Frage so zum Ende mitgeben. Gerne. Was spricht denn gerade jetzt dagegen, es nicht zu tun? Und das auch einfach mal bis zum Ende durchzugehen, weil ja. Meistens ist es nichts. Ja, ja. Am besten schreibst du dir das auf und guckst einfach immer nochmal, beantwortest dir einfach selbst diese Frage mal. Ja, sehr genau. Gut. Ich danke dir. Ja, gut. Gerne. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss, du Liebe. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Teilen. Und dir, liebe Zuhörerin, wie immer danke ich von Herzen, dass du dir auch die Zeit und den Raum genommen hast, uns zuzuhören. Ich hoffe, dass es Impulse für dich gab, Ideen für dich gab, wo du denkst, so, boah, ja, das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Weil oft sind es Dinge, über die wir hier sprechen, die du vielleicht schon gehört hast, die du vielleicht schon kennst, aber die irgendwo unterm Teppich, irgendwo vergraben, verstaubt sind. Ja? Und wir laden dich ein, die wieder zu entstauben, die wieder in dein Leben einzuladen. Ja, weil jeder Moment ist einfach so wertvoll, ja, und lass uns bitte aus Autopilot aussteigen, ja, wie die Katja das so schön gesagt hat, lass uns bitte aus dem Autopilot aussteigen und unseren eigenen Weg fahren, gehen, wie auch immer du es für dich in deinem Leben gestalten möchtest, ja, und das geht wunderbar verheiratet mit Mann, mit Partner, mit Partnerin an der Seite, mit Kindern. Wie Katja gesagt, das sind alles nur Ausreden. Ich kenne das zu gut. Nee, kann ich nicht machen. Meine Kinder sind noch zu klein. Ja? Tu es einfach. Ja? Wenn dein Herz jetzt ruft, dann tu es einfach. Wir sind hier. Wir freuen uns, wenn du in den Kreis kommst. Du kannst gerne auf die Webseite gehen, dein gratis Gespräch mit mir buchen. Wir lernen uns kennen und du kannst dann überlegen oder wir überlegen beide, ob es passt. Und wenn nicht, gibt es noch andere tolle Frauen, die ausbilden. Ja? Und wenn doch, freuen wir uns, wenn du in den Kreis kommst. Ganz, ganz liebe Grüße. Deine Bridget. Danke, Katja. Danke dir.